Ja, ich bin der Luca, wir sind hier bei AKAD und heute Chemie-Experimente machen. So welcome to the fire! Ich bin der Adelito und ich sage zuerst mal, dass wir hier beim Nummer 5 haben wir Ethanol vom Weintrend. Und ja, dann das nächste Experiment ist, haben wir müssen prüfen, welche Stoffe gut leiten und welche leiten schlecht oder fast gar nicht. Also Salz hat nicht geleitet und Wasser vermischt mit Salz hat zum Beispiel geleitet, Aluminium hat auch geleitet. Ja genau, dann haben wir da noch ein Experiment gehabt, wo wir den Rotkohl im Wasser aufgekocht haben, damit es auch die Flüssigkeit gibt und dann haben wir es mit anderen Flüssigkeiten zusammen gemischt, zum Beispiel Zitronensaft oder auch mit Waschmittel und dann hat sich halt dementsprechend die Farbe verändert und anhand von der Farbe haben wir nachher den pH-Wert können bestimmen. Genau, das war noch interessant. Dann haben wir noch getestet, wie viele Tropfen von verschiedenen Flüssigkeiten auf eine Münze passen. Hexan, auch Ethanol und Wasser. Und ja, wir verstehen auf jeden Fall die Theorie jetzt besser. Es war recht gut. Wir haben auch eine gute Lehrerin gehabt. Ja, es war auf jeden Fall sehr interessant und wir konnten sicher etwas dazulernen.